Wer ist die Dame, die uns über Frankreich erzählt? Das ist Daniela Kalinich und sie hat in Göttingen und Cayenne in der Normandie Diplom-Sozialwissenschaften studiert. Sie ist wissenschaftliche Mitarbeiterin am Göttinger Institut für Demokratieforschung. Sie forscht zu Politik und Gesellschaft in Frankreich, Kindern, Demokratie und politischen Karrieren. Und demnächst wird sie ihre Dissertation abschließen zum politischen Zentrum in Frankreich. Ja, und wir freuen uns auf einen Vortrag über den Front National und ein Land in der Krise. Genau, ja, guten Tag, schön, dass ich hier sein darf. Können Sie mich eigentlich sehen hinter diesem großen Pult? Ich muss ehrlich sagen, dass ich relativ erschüttert bin von dem, was letzte Nacht passiert ist. Die ganze Nacht über hat mein Facebook geploppt und es kamen diese Nachrichten, XY ist in Sicherheit, XY ist in Sicherheit. Ich habe viele Freunde und Verwandtschaft in Paris, sodass mich das irgendwie auch persönlich alles ziemlich aufgerührt hat. Ich werde trotzdem jetzt versuchen, beim Thema Rechtspopulismus zu bleiben in Frankreich. Wir können danach kurz versuchen, Fragen zu beantworten. Allerdings weiß ich auch nicht mehr als das, was in den Medien eben steht, außer dass ich die Französischen noch ein bisschen mehr mitverfolge vielleicht als Sie. Und würde dann jetzt dennoch einfach loslegen. Ich möchte mit Ihnen heute über den Front National vor allen Dingen sprechen, unter dem Motto «Quand la France va mal, le Front National va bien». Wenn es Frankreich schlecht geht, geht es dem Front National gut. Was kommt jetzt gleich auf Sie zu? Ich gebe Ihnen einen kurzen Überblick über das Parteiensystem und darüber, welche Rolle Populismus im Alltag Frankreichs spielt. Wir haben ja gestern schon eine relativ breite theoretische Einführung zum Thema Populismus bekommen und ich hoffe, dass Sie darin jetzt einiges dann wiederfinden werden. Und der Großteil meines Vortrags wird sich dann eben auf den Front National konzentrieren. So, das hier ist ganz grob das französische Parteiensystem. Die Parteien sind hier jetzt nicht ihrer Stärke nach abgetragen, sondern so, dass Sie die vielleicht gut erkennen können. Am linken Rand der Front de Gauche, ein Bündnis linker Parteien, zu denen unter anderem die Kommunistische Partei gehört, deren Kandidat war Jean-Luc Mélenchon bei den letzten Präsidentschaftswahlen. Den könnte man ähnlich wie Oscar Lafontaine eben auf der Linken als Produkt einer Abspaltung der Sozialdemokratie bzw. der Parti Socialiste sehen. Daneben sehen Sie die Grünen, auch in Frankreich ebenfalls ein Parteienbündnis aus verschiedenen grünen Strömungen und Bewegungen. Die Grünen sind gemeinsam mit den Sozialisten, haben die Legislaturperiode in der Regierung begonnen. Mittlerweile sind sie nicht mehr Teil der Regierung allerdings. Daneben dann die Parti Socialiste, die Sozialistische Partei Frankreichs. Das ist die Partei, die gerade die Mehrheit hat in der Nationalversammlung. François Hollande ist Sozialist, gehört dieser Partei an. In der Mitte dann das Mouvement Démocrate, das Zentrum, das ist die komische Partei, über die ich meine Doktorarbeit zu schreiben versuche. Die brauche ich auch manchmal, um mein Seelenheil wieder auszugleichen, wenn ich über den Front National forsche. Das ist quasi, wie wir gestern gehört haben, sind ja die Grünen vom Sozialprofil in Deutschland. Das Gegenteil des rechtspopulistischen Wählers in Frankreich ist das eben diese Zentrumswählerschaft. Also das Zentrum in der Mitte, die sind aber elektoral derzeit relativ unbedeutend. Daneben die UDI, das ist ein Zusammenschluss kleiner, konservativer, moderater Parteien, die sich nicht den Republikanern angeschlossen haben. Oh, jetzt hat er da auch noch geschaltet, Entschuldigung. Die Republikaner sind die Sarkozy-Partei, die hießen bis vor kurzem noch UMP. Seien Sie mir nicht böse, wenn mir hin und wieder UMP rausrutscht, die Franzosen wechseln ihre Parteinamen im regelmäßigen Rhythmus und gerade stelle ich Ihnen quasi die Parteifamilien vor. Das kann sein, dass sie in einem halben Jahr wieder ganz anders heißen. Dann also die Republikaner, wie gesagt, die Sarkozy-Partei und ganz am rechten Rand der Front National, um den es gleich genauer gehen wird. Hier jetzt nochmal ein Überblick darüber, wie die Machtverteilung tatsächlich ist. Auf der linken Seite sehen Sie die Sitzverteilung in der Nationalversammlung, also im nationalen Parlament, wo Sie eine rosa-rote Mehrheit sehen, also die Sozialisten haben die Mehrheit im Parlament, die Grünen und der Front de Gauche haben eine kleine Gruppe, die sie über Wahlbündnisse erreichen konnten. Und die Blauen am rechten Rand sind die Republikaner in zwei Fraktionen, hier in der Minderheit.
Wie Sie sehen, sehen Sie weder das Zentrum noch den Front National auf dieser offiziellen Grafik. Das liegt daran, dass beide Parteien nur je 2 Abgeordnete in der Nationalversammlung haben und das, obwohl ihre Kandidaten 10 und 18% bei den Präsidentschaftswahlen erreicht haben. Wir sehen also hier den Effekt des Mehrheitswahlrechts, der eben dafür sorgt, dass kleine Parteien in der französischen Nationalversammlung eine sehr geringe Rolle spielen, beziehungsweise kleine Parteien ist ja sehr relativ, es sind die nicht etablierten Parteien. Denn wenn wir uns die Wahlergebnisse der Europawahlen daneben angucken, die 24, das ist der Front National ganz am rechten Rand. Sie sehen, der Front National war bei den Europawahlen 2014 die stärkste Partei in Frankreich und entsendet die größte Gruppe französischer Abgeordneter ins Parlament. Und das spiegelt in meinen Augen dann doch wesentlich besser die aktuelle Stimmungslage in Frankreich wider. Ich hatte mir jetzt gedacht, ich beginne diesen Tag mit Ihnen mit einem Quiz. Ich mache das jetzt trotzdem, da der pädagogische Mehrwert dennoch da ist. Denn also, die Leichtigkeit ist mir irgendwie über Nacht so ein bisschen abhanden gekommen. Ich bitte das zu entschuldigen. Aber ich würde jetzt gerne mit Ihnen einer Frage nachgehen und die lautet, wer hat es gesagt und von welcher Partei ist er oder sie? Frankreich ist ein Land der weißen Rasse. Nee, nicht Sarkozy, Partei stimmt aber. Es war Nadine Morano, das ist eine Angehörige der Republikaner, die in den letzten Wochen damit relativ prominent durch die französischen Medien geistert, mit der Aussage, Frankreich ist ein Land der weißen Rasse. Beide Begriffe sind in Frankreich extrem problematisch. Zu viele Skandale. Der letzte zeigt noch einmal die Notwendigkeit eines schonungslosen Kampfes gegen die Ausschweifungen des Geldes, der Habsucht und der okkulten Finanzwelt. Was glauben Sie, wer hat das gesagt in Frankreich? Ja? Front National? Nein. Front de Gauche? Nein. Ja? Sozialist. Es hat der amtierende Präsident François Hollande im Rahmen der aktuellen Skandale in Frankreich gesagt, als bekannt wurde, dass ein Minister Schwarzgeldkonten in der Schweiz hat. Frankreich ist kein Kalifat, war noch nie eines und wird nie eines werden. Wer hat es gesagt? Von wem kommt das? Das war Marine Le Pen. Das erste Mal, dass ich Sie nicht überrasche wahrscheinlich. Ich werde nicht der Kandidat einer kleinen Elite gegen das Volk sein. Was glauben Sie, von wem kommt das? Das war Nicolas Sarkozy im letzten Wahlkampf. Wenn ich entscheiden muss, ob ich der Präsident des CAC 40, das ist der DAX in Frankreich, oder der Arbeiter, Bauern, Handwerker, Lehrer, Ärzte und Krankenschwestern sein will, ist meine Entscheidung klar. Denn für mich gibt es nur einen Präsidenten, den Präsidenten des Volkes. Hat eine andere Person gesagt. Das hat der Zentrist gesagt, François Bayrou, der dem Modem angehört. Wir können nicht akzeptieren, dass sich das erniedrigte französische Volk nicht einmischt. Es muss eine große Säuberungsaktion geben, um diese absolut unerträgliche politische Atmosphäre zu bereinigen. Wer hat das gesagt? Das war Jean-Luc Mélenchon am linken Rand. Und das ist noch gar nicht lange her. Er hat auch einen Coup de Balai, also mal durchzuwischen, gefordert. Und jetzt habe ich noch eins für Sie, weil ich ja hier bei der Böll-Stiftung bin. Unsere Migrationspolitik ist ein moralisches Waterloo. Das kommt von den Grünen, von Cécile Duflot, der potenziellen künftigen Präsidentschaftskandidatin der Grünen. Ja, was sehen Sie hier? Populismus finden Sie in Frankreich in allen Parteien.
Populismus ist ein gängiges Stilmittel, Populismus ist Mainstream. Wir haben das ja gestern schon gehört, dass man unterscheiden muss zwischen dem Stilmittel, zwischen dem Werkzeug Populismus und dem, ja, eine Ideologie ist es ja nicht, aber es eben, wenn es mit bestimmten Inhalten verknüpft wird, auf jeden Fall nah an einer Ideologie dran. Ich will davon den Front National und zum Teil auch die extreme Linke abgrenzen, aber ich möchte Ihnen einfach verdeutlichen, dass populistische Rhetorik in Frankreich gang und gäbe ist, dass das im Wahlkampf auch ein gern genutzter Vorwurf gegenüber dem anderen ist. Es gab da bei den Wahlen 2012 eine ganz interessante Studie, dass der Populismusvorwurf je nach wachsenden Beliebtheitszahlen immer gegenüber den Kandidaten auch einfach zugenommen hat. Und woran liegt das, dass das in Frankreich so weit verbreitet ist? Es gibt Wissenschaftler, die sagen, das ist in der Französischen Revolution angelegt. Schließlich hat sich da schon der Tiers État, der dritte Stand, das Volk gegen die Noblesse, den Adel, die Elite gestellt. Aber wenn wir uns jetzt heute auch das politische System der Fünften Republik angucken, klar, wir haben ein hochpersonalisiertes System rund um den Präsidenten bzw. die Präsidentschaftskandidaten. Das fördert einfach ja, populistische Aussagen. Das Mehrheitswahlrecht erschwert es, neuen und kleinen Parteien in die Parlamente zu kommen. Und in die Medien kommt man natürlich in der Regel vor allen Dingen, wenn man laut und populistisch poltert. In den letzten Jahren gab es aber durchaus einen Effekt, ähnlich wie in Deutschland, dass sich die etablierten Parteien inhaltlich angenähert haben. Das wird in Frankreich mit Course au Centre, also einem Rennen in die Mitte, umschrieben, sodass an den Rändern dann natürlich Platz entstanden ist. Sie wissen vielleicht auch, dass in Frankreich die politischen Eliten ganz stark über die berühmten Elitehochschulen reproduziert werden, sodass denen auch immer wieder der Vorwurf entgegengebracht wird, tja, wie wollt ihr denn noch wissen, wie es dem Volk eigentlich geht? Ihr sitzt doch in Paris in euren Institutionen, seid alle gleich und wisst gar nicht mehr, wie es bei den normalen Leuten aussieht. Der wichtigste Aspekt allerdings ist in meinen Augen, dass sich Frankreich in einer tiefen Krise befindet, die sich aus verschiedenen Aspekten zusammensetzt. Einerseits natürlich eine Wirtschaftskrise, der Wachstum ist quasi nicht vorhanden, die Arbeitslosigkeit stagniert um die 10%, Jugendarbeitslosigkeit um die 25%. Es gibt eine politische Krise, der Präsident ist unbeliebt, die Parteien zerfleischen sich innerhalb selbst. Es gibt ständig politische Skandale. Aber vor allen Dingen gibt es eben auch eine soziale Krise, die den Zusammenhalt in der Gesellschaft infrage stellt. Da sind die Ereignisse der letzten Nacht mal wieder ein ganz besonderes Beispiel dafür. Themen wie Identität, Integration und so weiter stellen das komplette französische Selbstverständnis und den Zusammenhalt der Nation gerade auf die Probe. Hieraus resultiert in meinen Augen eine massive Vertrauenskrise. Frankreich wird in der Wissenschaft als Société de la Défiance, als Misstrauensgesellschaft beschrieben. Und da möchte ich Ihnen einfach kurz einige Umfragewerte zeigen. Hier haben wir eine Folie, die nach der Moral der Franzosen fragt. Also wie ist Ihr Optimismus bezüglich der Zukunft? Frankreich lag in dieser Umfrage die letzten Jahre hinter Afghanistan. Erstaunlicherweise gibt es dieses Jahr eine Trendwende, die unter anderem, und jetzt halten Sie sich fest, mit den Attentaten auf Charlie Hebdo zusammengebracht wird. Man weiß nicht, wie nachhaltig das ist, aber es ist eine Art Ruck durch die französische Gesellschaft gegangen in den letzten Monaten, die sich auf unterschiedliche Art und Weise auswirkt. Da kommen wir gleich auch noch mal drauf. Aber Sie sehen, Optimismus und Pessimismus haben sich in diesem Jahr wieder angenähert. Dann sehen Sie hier eine Folie, da wird gefragt, stimmen Sie der Aussage zu, war früher eigentlich alles besser. Und Sie sehen, gerade im konservativen Lager und noch stärker bei den Front National-Wählern wird dieser Aussage ganz stark zugestimmt. Also es gibt eine ganz große Nostalgie. Und eine Frage, die immer wieder gestellt wird, ist, glauben Sie, dass Frankreich auf dem absteigenden Ast ist? Und ist dies ein aufhaltbarer Prozess oder geht das unwillkürlich immer weiter? Und 80% der Franzosen sehen ihr Land im Niedergang. Und von denen wiederum denkt ein Drittel, dass das ein Prozess ist, der gerade nicht aufgehalten werden kann. Das sind auch wieder Zahlen, die bei den Front National-Wählern besonders hoch sind.
Kurzer Einwurf, das sind natürlich Umfragen. Also das sind, da werden bis zu 6.000 Leute befragt und das sind sehr seriöse Umfragen, die seit Jahrzehnten gemacht werden. Nichtsdestotrotz möchte ich natürlich darauf hinweisen, dass Umfragen nicht immer perfekt die Stimmung in der Gesellschaft wiedergeben. Ein weiterer Aspekt, der ganz wichtig ist, das Vertrauen gegenüber der Politik. 2/3 der Franzosen halten ihre Politiker für korrupt. Auch wieder beim Front National die meisten. Und wenn man die Frage stellt, glauben Sie, dass die Politiker das machen, was für Sie gut ist, oder das, was, also was für die Bürger gut ist, oder das, was für die Politiker gut ist, sagen 90% die Bürger, die Politiker machen sowieso das, was sie wollen. Also das Verhältnis zwischen den Bürgern und ihren Repräsentanten ist als massiv gestört. Und zuletzt noch eine Umfrage, die mich jedes Mal massiv schockiert und die die zweite Seite der Medaille der Charlie Hebdo-Attentate widerspiegelt. Das ist die Frage nach der Wiedereinführung der Todesstrafe. Mehr als die Hälfte der Franzosen möchte die Todesstrafe wieder einführen. In Deutschland ist diese Zahl so um die 20-25% und ist auch in den letzten Jahren massiv angestiegen. Aber Sie sehen, allein dieses Jahr ist die Zustimmung zur Todesstrafe besonders im linken Lager massiv angestiegen. Also es gibt hier einfach ein riesengroßes Problem. Gut, was machen wir jetzt damit? Wie greifen die Parteien das auf? Hier kommt jetzt der Front National ins Spiel. Krise ist immer ein Nährboden für populistische Parteien. Und die Wahlergebnisse zeigen das auch wieder, dass gerade bei den Präsidentschaftswahlen in den ersten Wahlgängen die populistischen Kandidaten immer viel mehr Stimmen mittlerweile kriegen als die Kandidaten der etablierten Parteien. Gleichzeitig möchte ich aber eben davor warnen, Kandidaten des Front National und anderer Parteien, die sich populistisch als Stilmittel bedienen, in einen Topf zu werfen. Und dazu möchte ich das Konzept des Nationalpopulismus Ihnen vorstellen, das extra für den Front National in Frankreich entwickelt wurde. Das ist ein Wissenschaftler, der sich bereits in den 80ern damit beschäftigt hat und eben sagt, es gibt den Protestpopulismus, quasi Volk gegen Eliten, wie wir es gestern schon gehört haben, der linke Populismus, und es gibt diesen rechten Populismus, der das um die Ausgrenzung der anderen, einer Outgroup, erweitert. Da werden dann xenophobe Werte, Autoritarismus und solche Dinge miteinander gemischt, und das ist natürlich genau auf den Front National zugespitzt. Ich habe Ihnen hier einfach mal zwei Wahlplakate nochmal mitgebracht. Auf dem einen, das ist ganz aktuell, auf das gelbe, Le Peuple d'abord, das Volk zuerst. Also die Berufung auf das Volk ist nach wie vor ein ganz wichtiger Aspekt. Das zweite ist wesentlich älter und da steht drauf, fass mein Volk nicht an. Das ist eine Anlehnung an den Slogan einer linken Bewegung, die hieß Touche pas à mon pote, fass meinen Kumpel nicht an. Das war eine Antirassismusbewegung in den 80ern. Also da werden quasi auch Stilmittel der anderen Bewegungen, Parteien aufgegriffen. Der Front National, wir haben es gestern schon gehört, den gibt es seit 1972. Er war zunächst relativ bedeutungslos. Gründer ist Jean-Marie Le Pen, der reizende junge Mann, den Sie hier sehen. Mitte der 80er ging es steil bergauf mit dem Front National. Erste 10% Ergebnisse auf kommunaler Ebene. Und dann 1986 hat François Mitterrand auf nationaler Ebene einmalig das Verhältniswahlrecht für die Nationalversammlung eingeführt. 35 FN-Abgeordnete sind daraufhin in die Nationalversammlung eingezogen. Dieses Experiment wurde nicht wiederholt. Seitdem wurde auf nationaler Ebene nicht mehr im Verhältniswahlrecht gewählt. Trotzdem konnte sich die Partei stückweise etablieren in den letzten Jahren und 2002, das ist Ihnen sicherlich allen in Erinnerung, konnte Jean-Marie Le Pen dann in den zweiten Wahlgang der Präsidentschaftswahlen einziehen. Er hatte dann im zweiten Wahlgang so um die 18% der Stimmen. Jacques Chirac wurde mit über 80% der Stimmen gewählt, das beste Ergebnis, das je ein Kandidat erzielen konnte. Gleichzeitig hatte er das niedrigste Ergebnis, das je ein später gewinnender Kandidat im ersten Wahlgang hatte. Also ein ganz großes Missverhältnis dabei. 2007 dachte man, die Geschichte des Front National sei eigentlich vorbei, als es Nicolas Sarkozy gelungen ist, mit seinem relativ rechten Wahlkampf
viele Front National-Wähler zu binden. Diese haben sich aber 2012 wieder von ihm abgewandt und Marine Le Pen dann ihre Stimme gegeben. Können wir dann später vielleicht in der Diskussion auch nochmal drüber nachdenken, woran das liegt. Marine Le Pen ist seit 2011 Parteivorsitzende. Sie wurde gewählt in der Partei gegen einen konservativeren oder einen traditionell rechtsextremeren Vertreter der Partei. Sie hat einen Wandel eingeleitet, konnte damit 18% erringen 2012. Das unglaublich gute Ergebnis bei den Europawahlen 2014. Und jetzt in diesem Jahr, die aktuellste Entwicklung ist eben, dass ihr Vater aus der Partei ausgeschlossen wurde. Und das passt eben ganz genau in diese Linie der Partei oder Marine Le Pens, die einen Entteufelungsprozess in die Wege geleitet hat. Ihr Ziel ist es, in neue Wählerschichten vorzudringen und gleichzeitig auch ein bündnisfähiger Partner für die anderen rechten Parteien zu werden. Und dazu wurde eben der Stil etwas verändert. Sie tritt in Jeans und Blazer auf, ist geschieden, ist die nette Hausfrau von nebenan, war zweimal geschieden, lebt in wilder Ehe, Abtreibungen werden nicht mehr pauschal verurteilt, Homosexualität wird nicht mehr pauschal verurteilt. Also man hat sie nie auf einer dieser Demonstrationen der Manif pour tous zum Beispiel gesehen, sodass sie eben versucht, ein moderneres Bild zu vermitteln. Gleichzeitig, und das haben wir gestern auch schon gehört, ist das hier ein klassisches Beispiel von alter Wein in neuen Schläuchen. Denn an die Stelle des Antisemitismus ist der Anti-Islamismus getreten. Und dieser wird jetzt, wird es interessant, mit den republikanischen Werten erklärt. Denn zum Beispiel bedrohe der Islam die Rechte der Homosexuellen und deswegen müsse man das Funktionieren der Republik, wodurch eben durch die Berufung auf die Laizität, also die Trennung von Kirche und Staat, quasi eine neue Sündenbockgruppe gebildet wird, die Moslems. Das Gleiche funktioniert zum Beispiel, wenn kritisiert wird, dass in den Schulen nach religiösen Regeln zubereitetes Essen angeboten wird. Auch hier wird gesagt, unsere Art zu leben wird durch die Religion, durch den Islam angegriffen. Und ein anderer rhetorischer Kniff, den Marine Le Pen sich ausgedacht hat, das ist das, was wir gestern auch schon unter Wohlfahrtsstaatschauvinismus gehört haben. Das heißt Priorité nationale, also die Franzosen zuerst oder nur die Franzosen, wenn es um wohlfahrtsstaatliche Leistungen geht. Und das wiederum wird auch nicht rassistisch erklärt, sondern damit, dass ja die französische Wirtschaft und das französische Sozialstaatsmodell in der Krise seien und man, weil so viele Ausländer gekommen sind, jetzt erstmal die Franzosen quasi vor den Konsequenzen der Krise retten müsse. Sprich, der Rassismus wird neu verpackt, um es mal so zu sagen. Gleichzeitig finden wir immer noch die typische Europa- und Globalisierungsfeindlichkeit beim Front National. Und was aber auch interessant ist, dass es einfach eine Kehrtwende in der Wirtschaftspolitik gegeben hat. Die traditionellen neoliberalen Werte, die von Jean-Marie Le Pen vertreten wurden, wurden durch einen Ruf des Staates ersetzt. Also der Staat soll jetzt mit Sozialleistungen, Entschuldigung, ich habe einen furchtbaren Schnupfen, das muss ich gerade ganz kurz verhindern, dass es losgeht. Also der Staat soll jetzt die Probleme regeln und das wird nicht mehr nur der Wirtschaft anheimgegeben. Was hat dieser Prozess für Folgen in der öffentlichen Meinung? Sie sehen hier die Beliebtheit bzw. die Kritik am Front National in Blau, die Zustimmungswerte, also das Vertrauen in die Partei und in Rot das Misstrauen. Und Sie sehen, seit Marine Le Pen am Ruder ist, haben die Zustimmungswerte stark zugenommen. Allerdings, nur die Hälfte der Bevölkerung sieht den Front National noch als Bedrohung für die Demokratie. Interessant ist aber, dass es dieses Jahr eine Umfrage gab, dass die Zahl derer, die den Front National für gefährlich halten, wieder zugenommen hat. Entschuldigung. Also mittlerweile ist die Zahl derer, die den Front National für gefährlich halten, wieder so bei 60%. Und wie wirkt sich das bei den Wahlen aus? Ich habe Ihnen ja schon gesagt, bei den Europawahlen war der Front National diesmal die stärkste Kraft.
Die Franzosen machen was ganz Interessantes, das ist Wahlgeografie. Die gucken also in die einzelnen Wahlkreise rein und gucken sich das regional an. Und auf dieser Karte, die in schwarz-weiß ist, ist das Ergebnis der Europawahlen und umso dunkler ist es, umso stärker ist der Front National vertreten. Und Sie sehen da zwei große Schwerpunkte im Norden und im Süden des Landes. Im Süden sind die traditionellen Jean-Marie Le Pen-Wähler mit einem verfestigten rechtsextremen Weltbild. Im Norden allerdings haben wir eine neue Gruppe von Wählern, das ist die Arbeiterschaft, die insbesondere auf die neue Rhetorik Marine Le Pens anspringt mit dem Sozialchauvinismus. Und wenn wir das im Vergleich zur Karte von 2002 sehen, wird natürlich deutlich, dass der Front National jetzt wirklich eine nationale Partei ist. Es gibt nicht mehr diese weißen Flecken in der Karte. Überall, auch da, wo man früher dachte, wegen hoher Religiosität zum Beispiel, wäre man immun gegen den Front National. Diese ganzen Bastionen sind in den letzten Jahren einfach gefallen. Die Front National-Wähler sind besonders europakritisch. Über die Hälfte finden einfach, dass Europa eine schlechte Sache ist. Über 90% wollen die Kompetenzen zurück ins Land holen, um die Krise zu lösen. Die Front National-Wähler sind sehr schlecht gebildet oder haben den im Durchschnitt niedrigsten Bildungsgrad. 37% derer, die kein Abitur in Frankreich haben, haben für den Front National gestimmt. Das Gleiche sieht man auch beim Einkommen. Die Menschen, die besonders wenig verdienen, wählen überdurchschnittlich Front National. Arbeiter und Angestellte, das sind die zwei Säulen auf der rechten Seite, wählen überdurchschnittlich den Front National. Und was auch neu war bei den letzten Wahlen, ist, dass die Jugend sehr stark den Front National gewählt hat. 30% der unter 35-Jährigen haben dem Front National ihre Stimme gegeben. Interessant ist auch, dass das Gender Gap weg ist. Also Frauen wählen mittlerweile auch Front National. Das war früher bei weitem nicht so stark. Sodass man jetzt sieht, dass der typische Front National-Wähler oder die Wählerin eher jung ist, eher schlecht gebildet, eher niedriges Einkommen, eher prekäre Arbeitsverhältnisse hat. Und auf der Werteskala eher europaskeptisch, islam- und fremdenfeindlich ist, autoritäre Werte vertritt und großes Misstrauen gegenüber Politik und Institutionen hat. Das sind die Gruppen, von denen wir gestern schon gehört haben, die Modernisierungsverlierer, Globalisierungsverlierer oder diejenigen, die noch etwas zu verlieren haben, also die unteren Mittelschichten, die Menschen, die Angst um ihren eigenen Status oder den ihrer Kinder haben. Ganz typische Frage dafür ist in den Umfragen immer, glauben Sie, dass es Ihren Kindern irgendwann besser gehen wird als Ihnen selbst? Und der Anteil der Menschen, der dem zustimmt, nimmt in Frankreich gerade rapide ab. Genau. Ja, und ich bin jetzt bei meiner letzten Folie. Im Dezember wird in Frankreich gewählt, Regionalwahlen. Es sieht so aus, als könnte der Front National 2 bis 3 Regionen für sich gewinnen. Was jetzt diese Attentate auf die Meinungsumfragen für Auswirkungen haben, kann ich Ihnen schlicht nicht sagen. Das kann in beide Richtungen ausschlagen. Beim letzten Mal sind Hollands, also bei den Charlie-Attentaten, sind Hollands Zustimmungswerte extrem in die Höhe gegangen. Für kurze Zeit, auch die der Parti Socialist, weil Hollande die Krise in den Augen der Franzosen sehr gut gemanagt hatte. Das wird sich jetzt einfach zeigen, wie die Umfragen sich hier durchschlagen. Ich werde immer gefragt, und ist Marine Le Pen die nächste französische Präsidentin? Ich sage nein. Ich sage, es ist aber nicht unwahrscheinlich, dass sie in den zweiten Wahlgang kommt. Dann allerdings wird es wieder diesen Ruck in der Gesellschaft geben. Die Bürger werden auf jeden Fall den demokratischen Kandidaten wählen, so sehr ihnen auch das Herz blutet. Es wird dann ein großes Problem sein, sollte Sarkozy ihr Konkurrent sein, weil das wird viele Linke vor ein ganz, ganz großes moralisches Dilemma stellen. Nichtsdestotrotz halte ich es für sehr unwahrscheinlich, dass 2017 Marine Le Pen die französische Präsidentin wird. Und unsere Tagung fragt, ist Rechtspopulismus eine Gefahr für die Demokratie? Ich möchte es vielleicht etwas anders darstellen. Ich glaube vor allem, dass der Rechtspopulismus ein Symptom ist für ein Malaise, das in der französischen Gesellschaft sich ausgebreitet hat und das eben in dieser tiefgreifenden Misstrauensgesellschaft resultiert. Ich danke Ihnen.
Applaus